So, die ersten beiden Stages abgeschlossen. Wir sind jetzt hier auf der 100-Meter-Bahn abschließend. Und während die Kollegen gerade die 100-Meter-Disziplin für die beiden Wettkampfkarten schießen, habe ich mich mal der Firma Dentler gewidmet, weil ich ja immer noch nach einer neuen Montage für die Helix suche und habe mir das System mal zeigen lassen und werde es jetzt präsentieren lassen für euch, weil ich bin, glaube ich, ein bisschen begeistert. So, ich mache es jetzt doch selbst, um euch zu zeigen, wie idiotensicher das Ganze ist. Und zwar ist hier oben die Basis drauf. Wenn ich jetzt meine Optik wechseln will, klippe ich die nach hinten, drehe einmal, Optik ist ab. Ihr seht jetzt hier diese Basisplatte, die ist fest mit der Helix verschraubt. Optikwechsel, auch mit dem anderen Glas ganz einfach. Die Nase da rein, nach vorne drehen und fest. Super schnell, super idiotensicher. Es zieht sich halt direkt richtig fest, also macht Spaß und vor allem super kompakt und flach. Definitiv eine Sache, über die man nachdenken sollte. So, Dille, Montage vorgestellt. Jetzt gucken wir, ob das Ganze mit dem Wechsel auch so klappt, wie es soll. Ihr hättet mal schöne Magazine bestellen können. Passt ja nichts rein. So, ich würde sagen, wir machen den Supertest. Wir schießen einmal das Ansitzglas, wechseln dann auf das Drückkraftglas, wechseln dann auf das Ansitzglas und wechseln dann zum grünen Abschluss nochmal auf das Ansitzglas. Und go! So, Freunde, jetzt gucken wir uns das Ganze an. Erster das Ansitzglas, Drückkraftglas, Ansitzglas, Drückkraftglas. Ich denke nach. Geile Sache. Ist ein Verkaufsprofi. Er hat jetzt schön geködert vom schnellen Glaswechsel und jetzt kommt der Clou an der ganzen Sache. Jetzt bin ich ein bisschen schockiert, weil wenn das klappt, dann ist es wirklich super krass. So, wir haben die Helix, immer noch mit dem Schmidt und Bender, die wir gerade eben in der Szene auch schon geschossen haben. Machen jetzt hier mit dem Schuss. So, wir hatten 9. 9-0. Ich habe auf die falsche Scheibe geschossen. So, und jetzt kommt der Knopf auf. Wir machen jetzt das Glas hier ab, nehmen uns hier dieses unsexy Halbautomatenteil, auf dem ihr die gleiche Dentler-Basis seht. Und ihr seht, ich habe das Glas nicht gewechselt. Klicken das Glas rein, drehen nach vorne. Auf der Hand ab. 30,06. Ja, klar. So, fang hier drin, ne? Yep. Rounding Bar, selbes Glas. Wir schießen also ein Glas auf zwei verschiedenen Kanonen. Krass. Okay. Glaswechsel, Waffenwechsel haben wir jetzt noch mehrfach geprobt, weil ich es nicht glauben konnte. Es klappt aber tatsächlich. Und ich habe jetzt das Geheimnis dieser ganzen Wechselgeschichte ein bisschen genauer angeschaut. Und das Geheimnis liegt quasi hier in diesem Koffer vor mir. So, das ganze System baut auf wie viele Parts auf? Baut auf zwei Parts auf, das heißt, es gibt eine Grundschiene, zum Beispiel diese hier von dem Multi K3, und die wird auf die Waffe gemacht und die bleibt auf der Waffe.
Dann haben wir auf der anderen Seite die sogenannte Montageschiene, die wird an die Optik gemacht, die bleibt an der Optik, die wäre zum Beispiel so eine Swarovski-Innenschiene. Diese hier. Und für eine Ringmontage, auf der man dann Ring montieren kann, die würde dann so ausschauen. So. Diese zwei Bausteine sind sozusagen die Grundvoraussetzung für das, dass man mehrere Optiken am Schluss auf mehreren Waffen wechseln kann. Ne? Das heißt, ich montiere diese Grundschiene auf der ersten Waffe und montiere meine Montageschiene an die entsprechende Optik. Dann stelle ich diese zueinander ein. Ja? Wir haben eben gesehen, genau, klick-klack. Klick-klack. Und schieße dann auf der ersten Waffe mit der Basisschiene das Glas ein. Genau, exakt. Und dann nehme ich diese Grundschiene, Montageschiene mit der Optik dran, ne? Und gehe jetzt hier auf meine zweite Waffe. Und jetzt kommt nämlich der Knackpunkt, warum das Ganze klappt. Genau, auf der ich die sogenannte Basis-Vario habe. Die heißt deshalb Grundschiene Basis-Vario, weil sie variabel einstellbar ist. Wenn ich hier vorne in der Seite plus minus 1,5 Meter auf 100 Meter und hier hinten über diesen Höhenexzenter in der Höhe von minus 0,5 Meter bis plus 2 Meter. Das heißt, diese Optik, die ich auf der ersten Waffe über Seite und Höhenverstellung der Optik eingeschossen habe, setze ich auf. Ich nehme mal gerade schnell eine Optik. Ne? Setze ich auf. Mach sie fest. Kannst du mal festmachen. Und dann während dem Schießen hier die Seite einstellen und hier hinten die Höhe. Das heißt, ich schieße die Waffe über diese Grundschiene auf die Optik ein. Ich mache eine Kopie von der ersten Waffe. Und somit passt das Glas wie auf der ersten Waffe, weil die zweite Waffe ist kopiert und somit ist die Montage 1:1. Wechselbar, genau. Und so können wir eben dann mehrere Optiken auf mehreren Waffen wechseln. Wir können also zu jeder Tages- und Nachtzeit tatsächlich sagen, okay, ich brauche heute für diese Jagdart diese Optik mit dieser Waffe oder ich nehme noch eine Reflexvisier vielleicht mit, falls es eine Nachsuche gibt und dergleichen. Absolute Flexibilität. So, Team Dentler hat es gesagt, absolute Flexibilität und mich hat es wirklich überzeugt. Wird jetzt auf jeden Fall mal über einen Wechsel gleich noch diskutiert und beratschlagt. Ich verlinke euch die Website von Dentler auf jeden Fall noch unter dem Video hier. Wenn ihr dann noch Fragen habt, gibt es sicherlich eine Kontakt-E-Mail-Adresse. Einfach hinschreiben, super kompetentes Team, kriegt ihr auf jeden Fall geholfen. In diesem Sinne, Horrido und Weidmannsheim.